Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist und zwar bei Soul Mask. Ja, ich kann die Fackel wegstecken. Wir schließen wieder nahtlos an die erste Folge. Und okay, jetzt geht sie natürlich auch aus und es bleibt auch aus. Alles klar, das macht ja schon mal Sinn im Wasser. Und hier saßen ja unsere beiden, die ich aus Versehen angegriffen habe. Sind die noch da? Es ist mittlerweile wieder Tag geworden. Ja, da sitzen sie noch. Ich möchte mal da oben rauf. Ich habe beschlossen, vielleicht da oben zu bauen. Dann bin ich in der Nähe des Strandes. In Bezug auf die Map gibt es ja hier auch schon einiges zu erkunden und sich erstmal vertraut zu machen mit dem Game. Vielleicht nicht ganz schlecht. Und man ist von einer Seite aus geschützt da oben. Jetzt müssen wir nur irgendwie da hochkommen. Ich hatte auch erst daran gedacht, vielleicht hier unten zu bauen, aber das weiß nicht. Ich bin lieber irgendwie, ich habe lieber eine größere Sicht. Er kann ja klettern. Käme ich jetzt hier hoch einfach? Ja, ne? Muss ich nicht hinten rumrennen? Okay, das geht. Das geht auch. Oh, ein bisschen hakelig, aber es geht. Okay. So, wie sieht's da oben aus? Was ist hier? Okay, hier haben wir schon mal sowas wie ein Plateau. Das ist doch annehmbar, oder? Wenn man da ganz oben anfangen würde zu bauen, wir haben hier ein paar Bäume, die wir abholzen können. Wir können wahrscheinlich nicht so einfach angegriffen werden, falls es Angreifer gibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute es, denn ich habe mir ja die offiziellen Trailer angeschaut. Wir haben einen guten Überblick. Das ist der höchste Punkt hier. Okay. So. Du siehst, Essen und Trinken verliert sich bei mir nur sehr, sehr gering. Also, naja, ich hätte vielleicht doch auf einfach stellen sollen, aber jetzt ist es, wie es ist. Ich kann, glaube ich, nicht mehrere Spielstände anlegen, deswegen bin ich jetzt gezwungen, das erstmal so zu lassen. Das gefällt mir hier ganz gut. Schauen wir mal, was wir bauen können und ob wir hier was bauen können. Strohkiste. Kleiner Stein. So, wir brauchen. Für die Sachen brauchen wir wahrscheinlich Lehmstein, Holzplatte. Wir brauchen eine Werkbank, aber wie baue ich die Werkbank? Und scheinbar kann ich jetzt auch keine Gebäude bauen, ne? Hühnerstall, Wasserstinks. Ich fange mal einfach mit dem Lagerfeuer an. Oh, doch hier, Strohteppe. Stroh und dickes Seil. Strohfundament. Stroh habe ich, dickes Seil. Okay, Seile herstellen. Alles klar. Stelle 10 her. So, dann pass auf. Gebäude. Strohfundament. Stelle 10 her, mache ich mal. Wo packt er die hin? Auf die 2. Das heißt, die lege ich mir jetzt einfach erstmal hier runter. Und jetzt kann ich die einfach hier platzieren. Ah, okay. Gebäude, solltest du dies in einer Umgebung mit entzündetem Leuchtfeuer platzieren? Andernfalls wird das Gebäude verfallen. Aha. Ich kann ganz normal drehen. Halte gedrückt, um den Stil zu wechseln. Drehen, platzieren, abbrechen. Wechsle Absorptionsfokus. Was heißt das? FH, automatisches Einrasten. Okay. Ah, automatisches Einrasten, okay, das geht.
Okay. Haltbarkeit. Oh, das ist schon mal ganz okay. Leuchtfeuer. Also wo kann ich ein Leuchtfeuer? Leuchtfeuer. Ein großes wärmendes Lagerfeuer. Die Menschen versammeln sich darum und nahe Gebäude und Verbündete werden nicht länger verfallen. Kann ich das auf dem Ding erstellen? Gucken wir mal eben. Okay, Erfolg bekommen. Okay, er hat es auf die 2 gesetzt. Ich kann es hier direkt draufsetzen. Wir versammeln uns dann darum. Ja gut, dann baue ich jetzt hier die ersten Gebäude auf diese Höhe und setze das Ding mal einfach dahin. Krass, okay. Das ist mal unser Leuchtturm. Wir haben den ersten Leuchtturm erstellt. Gut. Brauche aber viel mehr Fundamente. Dafür brauche ich Stroh. Okay, wo bekomme ich Stroh her? Ja, moin. Die rennt da einfach rum. Bekomme ich Stroh einfach hier von den Pflanzen? Erhaltenen Stroh, alles klar. Stroh mal 40. Na? Faserstroh 15. Will erstmal ein paar Fundamente bauen und dann den Rest. Leuchtfeuer. Okay, die lässt mich scheinbar in Ruhe. Dann lass mich auch bitte in Ruhe. Ich finde das gut hier oben, den Spot. Mal gucken, wenn es regnen sollte, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich dir helfen kann. Ich vermisse meinen Stamm. Achso, die will mir helfen. Warte, bleib doch mal stehen. Mädel. Herumstreich hat dein Lager entdeckt. Zustimmen, ablehnen. Also, wenn sie immer wieder weglaufen. F1. So, du hast eine wichtige Anleitung erhalten. Bitte sieh sie dir an. Okay. Alles klar, erstes Stammesmitglied. Das ist dein erstes von vielen Stammesmitgliedern. Es mag zwar nicht besonders stark sein, aber das ist dennoch ein überaus bedeutsamer Fortschritt. Am Anfang des Abenteuers solltest du es in deiner Basis lassen, um dir bei der Bereitstellung von Ressourcen zu helfen. Damit ersparst du dir eine Menge Zeit beim Erkunden. Natürlich kannst du es auch für den Kampf und gemeinsame Abenteuer mitnehmen. Allerdings ist das nicht ohne Risiken. Solange du die Info-Eingabefunktion der Maske noch nicht freigeschaltet hast, kann jeder Tod den unwiderruflichen Verlust bedeuten. Interagiere, indem du die Home gedrückt hältst. Okay. Gegenstand ansehen, kämpfen, Stammesmitglied Arbeit. Herumstreicher, Level 24. Holz fällen, ernten, weben. Stammesmitglied Arbeit. Bediene die Werkbank, sammle in der Wildnis, Gegenstände entnehmen, sammeln in der Wildnis, Arbeitsort, Leuchtfeuer, Abkürzung, Markierung. Aha, Arbeitsziel, Holz fällen, Bergbau, Ernten. Ernten. Menge,
Begrenzt. Lagerort unbegrenzt. Leuchtfeuer. Wirf automatisch Sammelwerkzeuge ohne Haltbarkeit weg. Aha. Arbeit speichern. Ungültiger Arbeitsort sammeln in der Wildnis. Warum ist sammelt in der Wildnis ungültiger Arbeitsort? Dann machen wir mal Arbeitsort ums Leuchtfeuer herum. Arbeitsziel ernten. Okay. Okay. Interessant. Die läuft rum und macht jetzt irgendwas und wir bauen jetzt weiter hier unsere erste Hütte. Okay, sie hat auch irgendwelche Werkzeuge dabei. Alles klar. Das ist schon ziemlich crazy. Aber gefällt mir. So, pass auf. Pro Fundament braucht Stroh und dickes Seil. Also, dickes Seil. 10 Stück herstellen. Nochmal 10 Stück herstellen. Kann ich währenddessen was anderes machen? Strohfundament. Stelle 10 Stück her. Okay, das geht doch. Okay, das zählt auch automatisch hoch hier im Slot. Sehr schön, pass auf. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so viele brauchen da zur Stabilisierung. Madame, habe ich jetzt hier den Weg verbaut, ne? Jetzt habe ich das natürlich auch sehr, sehr hoch gesetzt, aber egal. So. Ich baue hier halt so ein Plateau jetzt hin. Okay, sie kommt da selbst nicht mehr rauf. Ich komme da auch nicht mehr rauf. Ist jetzt egal. Wir bauen mal jetzt eins tiefer. Dickes Seil, also ich brauche viel mehr Seil, alles klar. Denn der hat ja auch irgendwelche Treppen, ne? Damit wir auch hier runterkommen. Hier setze ich noch welche hin. Strohfundament. Stelle alles her, was geht. Da jetzt hier unten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, brauchen die eine großartige Stabilisierung? Komme ich da hoch? Oh, er klettert. Ja, okay, gut.
Habe ich jetzt natürlich schon ein bisschen hoch angesetzt, alles, ne? So, kommst du hier weg? Ausrüstungsgegenstände, Inventar. Okay, das ist ihr Inventar. Hat ein bisschen Stroh gesammelt. Fasern. Okay. Kann ich die aufteilen? Damit du was hast. 18 Harz, okay. Wieso kein Ziel? Holzfällen. Hey, du kommst jetzt hier nicht weg, ne? Tja, kann ich dir sagen, dass du hierher kommen sollst? Position zurücksetzen. Ah. Okay, interessant. Position zurücksetzen. Das ist ja tricky durchdacht. Zwischen dem und dem ist ein Hindernis. Jetzt habe ich sie da echt zugebaut. So, jetzt nochmal versuchen. So, okay. Und jetzt ganz kurz hier noch eins hinbauen. Genau eins noch gebaut. Okay. Ne, gedrückt halten muss ich, ne? Stabsmitglied Arbeit. Ernten. Speichern. Aber sie läuft nicht selbstständig runter, ne? Okay, da müssen wir auf jeden Fall eine Treppe bauen und so weiter und so fort. Gut. Dann muss ich selbst erstmal eben Materialien sammeln. Ich könnte sie jetzt auch zurücksetzen, aber ich sammle jetzt erstmal selbst hier. Das geht dann doch, glaube ich, ein bisschen schneller. Na? Ist natürlich jetzt relativ umständlich, klar, auf dem Felsen da unbedingt zu bauen. Aber jetzt habe ich das so eingerichtet. Und ich hoffe, dass man später, wenn man vielleicht Stein bauen kann oder Holz, dass man die Strohgeschichten dann einfach umformen kann. Dass man nicht wieder alles abreißen muss. Falls man überhaupt zu Stein und Holz kommt. Werden wir dann ja sehen. Oh, da scheint eine Kokosnuss zu sein in der Palme. So, den nehmen wir noch mit. Okay. Dann würde ich sagen, dickes Seil, stelle alles her.
geht der in die Warteschleife? Ja, untätige Liste. Wo war's? Strohfundament, Stelle 10 her. Okay, der wartet aber, alles klar. Gleichzeitig geht's nicht. Okay, wäre natürlich schön, wenn es gleichzeitig laufen würde, wenn man schon entsprechende Sachen hat, ne? Strohtürrahmen, Strohboden. Ich brauche, glaube ich, keinen extra Boden, wenn ich das Fundament habe, würde ich mal sagen, ne? Strohwand. Strohtreppe, sagen wir mal. Stelle 10 Treppen her. Okay. Gut. Der hier, ja, da könnten wir auch noch einen drunter stellen und hier auch. Erfolg erzielt Seelenmaske. Dann gib mir mal die Fundamente. So, wir setzen hier noch einen drunter. Und ja, ich will nicht so viele da oben verschwenden. Hier können wir so eine Treppe anfangen zu bauen. Und von hier können die, glaube ich, laufen, oder? Setzen wir mal hier eine Treppe rein. Sind wir schon bei der Treppe? Ja, pass auf. 1. Kann man die auch seitlich dran setzen? Ne, nur so, ne? Doch, warte mal. Da war es doch seitlich. Okay, dann muss ich aber da wieder einen, dann machen wir die in der Mitte. So. Okay, dann weiten wir das hier ein bisschen aus. Okay. Ja, und da, wo du stehst auch, dann müssen wir dich jetzt einmal wieder verschieben. Weit entfernt. Na, Junge. Ja, es ist ein bisschen umständlich, okay. Naja, ich kann dich nicht da drauf setzen, da ist es ein Hindernis. Hier ist es zu weit entfernt, dann geh halt hier hin. So, und jetzt nochmal. So. Okay, Madame. Wunderbar, bleib mal da oben. Also von hier müsste sie sich ja jetzt hier überall von alleine bewegen können, ne? Ist doch schon ganz okay. Gut. Bitte nochmal 10 her. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen mehr Fundament, damit wir auch mal ein Haus bauen können. Das machen wir auf der Ebene. Oh, okay. Geht das aus? Ne, Lastleuchtfeuer bleibt an. So viel zum Thema Wetter, auch schön.
Wo willst du hin? Okay, auf jeden Fall kommt sie hier runter jetzt. So war es ja erstmal gedacht. Und hier können wir irgendwas bauen. Die erste Hütte zumindest schon mal. Nochmal 10 herstellen. Wahrscheinlich ist das alles viel zu aufwendig, weil ich mir jetzt halt den höchsten Punkt da gesucht habe, aber was soll's jetzt erstmal. So, hier kann ich mich noch vielleicht ausweiten. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das Ganze zusammenbricht oder nicht, oder ob es bestehen bleibt. So. Wände. Strohfenster braucht wieder Seile und wir haben 36 Stroh. Strohwand braucht auch Seile wieder, okay. Braucht nochmal Weinreben. So, was machst du? Sammelst du wieder? Das respawnt auch extrem schnell scheinbar, ne? Also ist schon gut, dass man jetzt keine Downtime hat. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, mit Blitz und Donner und allem. Nehmen wir noch mit. Ja. So. Wir brauchen, wenn jetzt hier der Eingang ist, wenn wir das freilassen, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 Wände oder so. Also ich dachte, er geht vielleicht auch auf die Warteliste. Aber das geht nicht. Wo war die Wand jetzt? Strohdach? Wo war denn die Wand? Da. Da packen wir ein Fenster hin. Hier kommen Fenster hin. Lassen das mal frei. Einfach erstmal so eine offene Geschichte. Kleines Häuschen jetzt erstmal nur, aber für den Anfang nur. Brauchen wir wieder Seile. Stelle alles her. Kannst aber auch hier abbrechen, ne? Sie legt ja jetzt die Sachen da einfach hin, oder was macht sie? Jetzt ist das doch ausgegangen.
ist am Verfallen pro Stunde werden null Haltbarkeit, entzünde ein Leuchtfeuer. Okay. Anzünden. Herstellung öffnen. Ach, geröstete Heuschrecke. Okay. Brennstoff hinzufügen. Premium Hartholz. Kann ich da Hartholz nehmen? Aufteilen. Okay, das geht. Also, man hat auf jeden Fall definitiv genug zu tun. Und das Haus machen wir auch auf jeden Fall jetzt noch fertig. Ist ein bisschen viel Scrollerei, ne, würde ich sagen. Warte, wir machen eine Tür. Strohkiste, Strohwand, Strohtür. Strohtürrahmen einmal. Strohtür einmal. Setzen wir direkt vor die Treppe. Dann nehmen wir die Tür. Okay, wird gebaut. Dann Fensterwand. Strohboden, Leuchtfeuer, Kiste, Strohwand, Strohfenster. Können wir das einfach, ich baue mal eins. Können wir das einfach in die Wand einsetzen? Weil ich keine Rahmenwand gesehen habe. Nee. Okay, das geht nicht. Dann muss ich doch irgendwo noch eine Wand mit Fenster haben, ne? Oder ich kann die auswählen wahrscheinlich. Habe ich noch eine Wand? Ne, ich stelle nur mal eine her, um zu gucken, ob ich das auswählen kann. Ah ja, alles klar. Okay. Z gedrückt halten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir noch. 6 Wände. Zwei, drei, vier. So, okay. Okay. Wo hat das jetzt hingesetzt? Okay, müssen wir die einfach, alles klar. Abreißen, gedrückt halten. Alles klar. Wieso baut er das hier oben und hier, wo die Tür ist, baut er das so? Okay, wie auch immer. Und warum? Ach so. Ich dachte, ich hätte hier unten auf der 2 das Fenster. Das sieht genauso aus wie die Wand. Nur kleiner. Ist das jetzt das Fenster? Ja, alles klar. Gut, 1, 2, 3, 4, 5 Fenster.
Also es ist ein bisschen viel hin und her geklicke tatsächlich. Pro Fenster. Eines herstellen. Zwei, drei. Fenster. Zwei waren das, ne? Okay. Soweit, so gut. So, jetzt die Dächer. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Oh, Bodenstroh, Fundament. Strohdach. Machen wir erstmal eins. Ah ja, okay. Okay. Die ist ziemlich groß, aber andere Größen haben wir nicht, ne? Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Kommt doch ganz gut. Wie sieht das von außen aus? Okay. Passt. Also noch sechsmal. Strohdach sechsmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins noch. So. Dann machen wir erstmal die Ecke hier. So, und dann den normalen. Okay, brauchen wir zwei. Ich sehe nichts. Da war er. Na. So. Okay, können wir eigentlich auch eine Zwischendecke noch einziehen? Nicht schlecht. Ist doch erstmal nicht schlecht. Nicht schön, aber selten sozusagen. Ich würde sagen, das soll es für die erste Folge jetzt gewesen sein. Die erste reguläre Folge mit Haus- und Baumenü und allem, was dazugehört. Jetzt folgt noch der Abspann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.